Hey Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video. Heute will ich euch mal erklären, wie ihr schnell und effektiv levelt. Dazu empfehle ich euch folgende Items. Einmal das Glücksei, das kriegt ihr oft auch durch Level-Ups und so im Shop ist es auch nicht teuer. Der Rauch, was ich vergesse, um Pokémon anzulocken, aber besser ist es mit einem Lockmodul. Wenn ihr dann Item-Shops findet, die zu zweit oder dritt irgendwo nah beieinander liegen, ist es am besten. Und dann nimmt man sich einfach ein paar Freunde mit, fünf Stück oder so, und dann haut immer einer nach dem anderen die Module raus. Und so habt ihr dann immer zwei oder drei gleichzeitig laufen und das zieht die Pokémon ohne Ende an. Oder wenn ihr wie ich keine Freunde habt, dann geht ihr einfach an irgendwelchen öffentlichen Orten, wo sowieso sich alles tummelt und geht einfach schnorren. Bei mir sieht das dann so aus. Da seht ihr drei Module direkt nebeneinander und alle an. Und ich musste mich da nur immer hinstellen und schnorre das durch. Ab und zu werfe ich auch mal eins rein, aber selten, dass ich welche benutze. Und wenn ihr dann ordentlich Pokémon gefarmt habt, am besten nehmt ihr so zwei oder drei Tage oder so und farmt ordentlich ab, dann aktiviert ihr das, ja, wo ist das jetzt, Glücksei, wo ihr dann eine halbe Stunde Zeit habt und kriegt dann doppelt EP und das lohnt sich richtig an für, wenn ihr Pokémon entwickelt. Wo fange ich denn nochmal an hier? So, hier, Habitak, davon kann ich allein schon jetzt zwei entwickeln. Komm schon, lass mich jetzt nicht hängen. So, die beiden Habitats. Ach, ja doch, Habitats sind jetzt zu Ibitak entwickelt. Und jetzt komme ich zum nächsten Hornliu. Davon kann ich, glaube ich, irgendwie 15, 16 Stück entwickeln. Aber merkt euch, die kosten ja nur 12 Bonbons. Deswegen entwickelt nur die erste Stufe zu Kokuna. Außer ihr braucht das Bibon noch, dann würde ich euch empfehlen, das einmal weiter zu entwickeln. Aber sonst ist das nur Bonbon-Verschwenderei, weil dafür kostet das, glaube ich, 50, die nächste Stufe. Und es gibt nur gleich viel XP, deswegen einfach immer nur die Kokonen entwickeln und danach wieder wegschicken und die neuen Bonbons kriegen. So, ich entwickle mal hier die 15 Stück oder so, was ich kann mit den Dingern. Und am Ende kann ich ja nochmal wieder welche wegschicken und davon habe ich dann auch wieder, glaube ich, für eine Entwicklung genug. So, endlich bin ich jetzt fertig. Ich habe, glaube ich, 15, 16 Hornius entwickelt und dadurch, dass man die entwickelt, kriegt man immer wieder noch einen Bonbon dazu und wenn ich jetzt noch die ganzen Entwicklungen wegschicken würde, könnte ich nochmal ein oder zwei entwickeln, aber ich gehe erstmal noch weiter hier. Hier sind sie, die ganzen 9, 12, 15, ja 16. Was kann ich jetzt noch? Die Ratzfatz, davon habe ich auch wieder genug, glaube 8 oder 9 Stück kann ich davon jetzt auch wieder entwickeln. Die haue ich jetzt auch noch alle raus. Jetzt habe ich hier schon mal 8 Ratzfratz entwickelt, aber ich kann noch einige mehr. Aber das mache ich gleich erstmal, die alle wegschicken. So, es geht weiter auf meiner Reise zu Taubsi. Davon habe ich auch, so wie Hornliu, massig. Das ist einfach das Geile bei denen, die nur 12 Bonbons brauchen. Die kann man in Massen entwickeln. Also haltet immer die Augen Ausschau, wenn ihr einen Taubsi seht oder einen Hornliu oder Robby auch, die brauchen jeweils nur 12. Nehmt die jedes Mal mit, die geben richtig geile P. Und dann aber auch immer nur die erste Entwicklung nehmen. So, mit Taubsi bin ich jetzt auch erstmal durch. Habe ich auch irgendwie 16, 17 Stück oder so. Dann machen wir hier mit dem weiter. Da gibt es zum Glück nur einen. Das dauert nicht so lange. Muss mich echt mal beeilen, ey. Mein Ei hat, glaube ich, nur noch 7 Minuten oder so, dann ist es abgelaufen. Aber ich bin schon gut durch mit allen. So, das ist hier der letzte, den ich so normal entwickeln kann. So, dadurch, dass ich so viele entwickelt habe, kann ich jetzt noch ein bisschen Reste verwerten machen. Fangen wir mal an hier bei Ratzfratz, wie viele brauche ich da noch? Da brauche ich jetzt nur noch 8 Stück. Die habe ich alle durch die ganze Entwicklung. Muss ich aufpassen, dass ich einen Ratzfratz überlasse. Mal hier die Artikel schicken. Komm schneller, die Zeit läuft gegen mich. So, jetzt habe ich wieder genug, um noch wieder ein Ratzfratz zu machen. Wo ist denn hier? Nehme ich mal den höchsten. Oh komm, oh, das sieht scheiße immer manchmal so hängt und die Animation so lange dauert.
Da braucht man ein ganzes Glücksei, der Kack hier. So, mit Rest was bin ich jetzt komplett durch. Ich glaube, das waren nämlich 9 Stück oder so. Geht's weiter jetzt so. Wie viele habe ich? 5 und ich brauche 12. Wahrscheinlich könnte ich daraus nochmal 2 Stück machen. So viele wie ich hier habe. Einfach alle wegsticken. Und dabei noch ein bisschen auf die Uhr gucken. So, die 12 Robby-Dinger sind auch jetzt durch. Also, wie viel habe ich jetzt hier noch? 5, 8, 9. Ah, ich könnte sogar noch mal eins machen. Aber ob das noch von der Zeit reichen würde, dann nehme ich es einmal bei dem nächsten Eil mit. Da habe ich auch jetzt hier meine 16, 17 Hornliu entwickelt. Komm schneller, vielleicht treffe ich noch die Taubsies. Ganz unten. Und ich habe. Ach, 4. Ah, das wird mega knapp. So, das war das letzte Verstecken. Jetzt schnell das 4 entwickeln. Wo ist es da? Oh, das war glaube ich noch jetzt in der Zeit drin. Ne? Da müsste jetzt auch noch ein paar Sekunden laufen kommen. Hau rein. Dafür will ich auch noch die 1000 kriegen. Oh, mach schon. So, und jetzt gucke ich mal, was das Ergebnis ist von diesen ganzen Entwicklungen. Natürlich ein Level ab nach dem anderen jetzt. Schade, das ist gar nicht da angezeigt. Aber ich war in 15. Ja, etwas über die Hälfte. Ich weiß nicht, wie viel man ab 16 braucht, aber ich habe, glaube ich, habe jetzt fast 40.000 EP oder so gemacht in einer halben Stunde. Das lohnt sich schon echt, das so zu machen. Vor allem holt die Lockmodule raus, farmt ein paar, ein bisschen Pokémon so, dass sie auch von jedem mal so 10 Stück oder so machen können. Vor allem Raupis, Hornius und Taubogas. Ach, Taubsis und dann zu Tauboga entwickeln. Dann haut das Ei raus und guckt ein bisschen auf die Zeit. Fahrt eine halbe Stunde, dann die XP und schon seid ihr wieder 2 Level ab, je nachdem, wie viel ihr braucht.